da ist er! Kann man mich sehen? So, pass auf, folgendes. Erstmal ein bisschen Werbung machen. Ist ja wohl ganz klar, ne? Dürfen wir hier nicht vergessen. Und zwar haben wir einen wunderschönen Tintenfiller-Shop auf shirty.com. Slash Store Tintenfiller Tattoo. Dort könnt ihr wunderschöne Shirts von uns bestellen. Und zwar haben wir jetzt hier auch schon V-Neck-Shirts drin. Da könnt ihr raufgehen. Einmal für Damen, auch für Herren. Alle da. Da gehst du rauf. Kannst dir was Wunderschönes aussuchen an Farbe. Und dann in den Warenkorb und ab jeder. Ich habe natürlich auch schon was bestellt, ist aber noch nicht da. Ich muss dann noch warten. Der Übergang ist übrigens Baba. Ja, danke. Ist ein geiler Übergang, ne? Hat mich auch 30 Euro gekostet. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Um ehrlich zu sein. Ja, dort könnt ihr ein Shirt bestellen. Wäre toll, wenn ihr da unseren Laden unterstützt. Super Sache. Wie viele Zuschauer haben wir? Ich kann es leider nicht nachgucken, weil ich will mich nicht irritieren lassen unten. Von wenn ich live bin, wenn da nämlich eine Null steht, weil dann knickt man eventuell ein und das will ich nicht. Mashallah. An dieser Stelle. Wir werden heute Abend, was ist heute Abend? Ist ja schon Abend, ich meine später. Wir haben dieses wunderschöne Stück hier. Könnt ihr das sehen? Pokémon blaue Version übrigens von Schmelzi und also beziehungsweise von den Lückenfüllern, ja, das sind ja zwei, wird nachher in den Super Nintendo dieses Spiel, dieses wunderschöne Spiel reingesteckt und dann werden wir auf jeden Fall erstmal eine neue Ära beginnen lassen mit Ash durch Pokémon Town. Ach Leute, ja das ist doch, ach Leute, ist doch krass. Ich hatte mit drei gerechnet. Du hast für Rot gewotet. Ja, ich nehme Blau. Ich bin mit Blau groß geworden. Mein Bruder hatte damals Rot. Also wir hatten eigentlich beide Versionen, aber ich habe mich für Blau entschieden. Weil, keine Ahnung, ich bin auch so ein Tutok-Fan. Ist mein Lieblings-Pokémon plus, jetzt kommen wir wieder zur roten Edition, Arcani. Arcani ist ja eigentlich eher so ein Feuer-Pokémon, aber ich liebe halt Arcani. Arcani ist so krass und unfassbar. Naja, an dieser Stelle, das spielen wir nachher auf jeden Fall. Dann haben wir noch, ich nehme nachher noch meine Braut mit hinzu. Da spielen wir ein wunderschönes Spiel. Und zwar so ein Geräuschespiel. Wir haben Gegenstände hier und die lassen wir fallen oder irgendwo rumratschen und wir machen das Geräusch nach. Ist gerade in, machen wir auch. Was? Boba Bernd ist hier, ich fass es nicht. Boba Bernd weiß, was Twitch ist. Hat das hinbekommen. Ist ja unglaublich. Wie viele Editions gibt es denn von Pokémon? Ich habe, pass auf, ganz ehrlich, ich kenne auch nicht alle. Ich kenne, also die neuesten, da bin ich vollkommen raus. Ich bin halt, Nico fehlt. Ja, wo ist denn der Nico? Ich glaube, der guckt aber bei Fairy Lady zu. Ich habe hier einmal die gelbe. Ah, Pikachu Edition. Denn die rote war immer meine Hass-Edition, weil ich bin halt Blau-Fan. Dann haben wir die wunderschöne blaue. Ist hier auch mal schon, ich gucke immer nach rechts, ne? Ich muss in die Kamera gucken. Aber da muss ich mich jetzt mal dran gewöhnen. Das ist ja das erste Mal, kennt ihr alle selber. Irgendwann in einem Jahr werde ich zurückgucken und werde sagen, ach du Scheiße, was hat er denn damals gemacht? Apropos Pokémon. Welches Lieblings-Pokémon? Komm, schreibt mir in die Kommentare. Der eine oder andere hat ja bestimmt eins. Bei mir, oh nein, Ruckler, siehst du, das ist das, was ich meine. Es kann sein, dass wir hier noch ein bisschen Latenzschwierigkeiten haben. Ich muss unbedingt mit dem Internet-Typi das Ganze besprechen, weil geht natürlich gar nicht. Evoli ist auch krass. Evoli ist richtig krass. Was denn Hilfe, Hilfe? Pipapo 42. Klingt wie so ein Bezirk aus Berlin. Ich war damals in der Schule. Klar, waren wir alle. Grundschule. Und ich hatte damals so ein Talent. Ich glaube, deswegen bin ich heutzutage auch Tätowierer geworden. Annika Raptor, wie geht's dir? Und du hast mir einen Stift gegeben und ich konnte das Ganze einfach zeichnen. Ich konnte es perfekt zeichnen. Und alle auf einmal stützen sich auf mein Papier, gucken über mich rüber und denken sich so, Alter, was macht der da? Woher kannst du das? Und dann sage ich so, keine Ahnung, ich hab Arcani gesehen, die Position. Ich konnte aber auch nur diese eine Position, so wie man es kennt, von der Seite. Und habe ich es immer gemalt? Fühle ich die Probleme mit der Leitung? Ja. Die führen so einige. Wie ich sehe, sind wir auch schon wieder rot. Und jetzt sind wir komplett down, glaube ich. Was geht denn da ab, Montana Black Man? Ich weiß sofort, wie es ist. Übrigens, Crasher halt hier. Wer ist denn Crasher? Ach, der Bruder von... Verdammt. Toni ist besser, genau. Toni, von Toni. Ja, sehr gut. Wir haben Retro-Games, die wir zocken werden. Ich habe eine PlayStation 1 gekauft. Guck mal hier. Ja. Oh, guck mal da. Guck mal hier. Wir werden auf jeden Fall PS1 zocken. Und ich habe noch ein Super Nintendo mit dem Game Boy Adapter. Das heißt, wir schauen nachher Pokémon Blaue Edition über Super Nintendo. Ja, das ist so ein richtiges Game Boy Symbol hier und dann kannst du da abspielen. Die einen oder anderen kennen es noch von euch. Oh, jetzt ist es wieder rot. Hätte es nicht aussprechen dürfen.
Bist du jetzt grün? Tomb Raider auf PS1, das war, ja, das ist richtig geil. Vor allem, sie hat einfach so eine Lego-Pistole, so einfach viereckig. Sieht gar nicht aus wie eine Pistole, ihr Kopf ist einfach so Quadrat. Wie kam die Entscheidung mit Twitch? Ganz einfach. Erstens machen es viele. Zweitens, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich alles streamen will. Siehst du, jetzt wurde ich schon wieder aufgehalten. Aber das macht natürlich nichts. Und zwar, ich habe erfahren, dass man mit Twitch auch nebenbei live sein kann. Das heißt, ich kann live tätowieren. Ich kann aber auch zeigen, wie ich zum Beispiel koche oder wie ich einfach irgendwo in einem Café sitze, habe ich gehört. Habe ich gehört, dass das funktioniert so. Ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Übrigens, den wollte ich auch noch kurz zeigen. Das will ich halt alles hier machen auf Twitch. Für gefühlt alles kannst du gebannt werden, solange du nicht hier nackt chillst. Achso, scheiße, und ich wollte mich gerade ausziehen. Okay, gut, dann lass ich das mal sein. Oh, oh, Twitch-Bann. Ja. Boba Bert mag die Michelle. Ganz toll. Was? Ja, ich habe auch schon gesagt, Boba Bert, Mensch, du hast ja Twitch, dass der das überhaupt hinbekommen hat, ne? Weil ich bin ja eigentlich schon extrem blöde, aber der hat das hinbekommen. Ja, dann werden wir gleich mal starten. Alle 10 Minuten einen Zuschauer-Counter dafür, Sascha. Ja, okay, perfekt. Das ist ein Traum. Und ein Counter, wenn ich irgendwas Komisches mache. Denn ich habe das Gefühl, ich werde unter anderem popeln. Michelle wird öfters mal furzen vor der Kamera. Die kriegt die einfach nicht in den Griff. Und so andere Dinge werden hier wahrscheinlich noch passieren. Achso, denn was habe ich noch vor? Ich habe eine richtige Liste gemacht, was alles passieren soll. Ich will auch so ein Wettessen so machen, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich esse so gerne. Wäre ich ein Amerikaner im Sinne von Backwarenladen-Amerikaner oder ein Amerikaner in der USA? Was will ich damit sagen? Richtig, wäre ich fett. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen wunderschönen Gamerstuhl. Absolut krass, dieser Gamerstuhl. Und ich habe auch noch einen Gamerstuhl. Wie ist dieser Gamerstuhl? Ja, kannst du hier hinstellen. Guten Tag! Holla! Holla die Waldfee, musst du sagen. Baby, erstmal Aufklärung. Ja. Ist ja Twitch. Ja. Wir sind gerade live, das heißt, du musst aufpassen, was du machst. Voll okay. Klar. Also nicht furzen oder so, das ist nicht gut. Was machst du? Ach, danke. Hallo, Ferry, Lady, Davy.